unser digitaler Spion in der Tasche. Ja, natürlich hört unser Smartphone die ganze Zeit zu. Allein wenn ich Hey Google sage. Fuck. Aber das ist nicht, was ich meine. Die Frage ist, hört unser Smartphone uns die ganze Zeit zu und schickt diese Daten dann an Google und Co. weiter, um unser Werbeprofil zu verbessern? Das testen wir heute im Selbstexperiment. Denn Hey Google... Ach, fuck. Denn Stimmaktivierung funktioniert technisch lokal auf eurem Gerät und ist eigentlich echt sehr schlecht. Die kann nämlich nur diese Trigger hören. Das ist allerdings ein Thema für ein anderes Video. Ich meine das hier. Wir hatten Freunde zu Besuch bei uns. Das war kurz nachdem wir in Japan waren. Wir erzählten unseren Freunden von den japanischen Toiletten und zack, Werbung für Arschduschen. Also tatsächlich kein Witz, leider ohne Screenshot. Aber die Anekdoten gehen noch so viel weiter. Ich habe mal einen Monat darauf geachtet, welche Werbung ich bekomme. Hier ein paar Ausschnitte. Werbung von der R&V für Gaming-Equipment-Versicherung. Nachdem ich übrigens bei der Volksbank mit meinem Berater über R&V gesprochen habe. Werbung für Vertical Farming, nachdem ich mit meiner Freundin darüber gesprochen habe, was da eigentlich der aktuelle Stand ist und ob das in Zukunft vielleicht eine sinnvolle Alternative wäre oder ob das Ganze einfach nur Bullshit ist. Und sogar Werbung für Matratzen, nachdem eine gute Freundin von ihrer neuen Matratze erzählt hat, die sie sich neu gekauft hat und ob wir auch noch was wollen, weil die gerade im Sale ist. Gut, ich habe keine Ahnung, warum ich Werbung für Schokolade bekomme. Ich habe die letzten 2 Monate keine gegessen, aber Werbung für Socken mit... Aua. Aber Socken mit meiner Katze drauf? Na klar! Oh. Soll ich weitermachen? Ihr habt sicher selbst mehr als genug Beispiele davon, vermutlich sogar direkt welche von heute, oder nicht wahr? Auch Instagram ist da natürlich nicht besser. Apropos, es wäre mega, wenn ihr mir da folgen würdet, wir knacken nämlich vielleicht bald die 10.000. Aber ja, Werbung für Voltaren, nachdem ich über meinen Rücken geklagt habe, Werbung für die Sonntagsfrage, weil ich mich mal wieder über Politik aufgeregt habe und... Scheiße, ich glaube, Instagram hält mich wirklich für sehr alt. Hi there, young people. Nice day today. Ah, und natürlich Informatik-Bootcamps, denn ich habe selbst eine GmbH gegründet, die genau das anbietet. Zum Großteil aber for free. Diese Berichte gibt es zuhauf. Und es gibt sogar eine Aufzeichnung eines Livestreams eines YouTubers, der ein bisschen viral gegangen ist. Never mind that. Dog toy ads, again. And what is this? Canine Advantix from PetSmart. Oh, oh, wow. Well, everybody, it's time to... Throw away your microphones. That's incredible. Er hat live getestet, was passiert, wenn er über ein völlig neues Thema spricht und das anschließend mit Werbung geprüft. Und siehe da, er konnte es bestätigen. Doch an seinem Test gab es eine große Logiklücke. Denn er hat auf YouTube live gestreamt. Natürlich hat YouTube aka Google da mitbekommen, über was er da gerade spricht. Es gibt ja sogar Untertitelgenerierung für Livestreams. Und darüber kam dann natürlich auch die Werbung, die er gesehen hat. Der Livestream ist also bei ihm kein Beweis für irgendwas gewesen, was er in einem späteren Video selbst festgestellt hat. Ich habe also für dieses Video auch mal einen Selbsttest durchgeführt und versucht, alle Störquellen zu eliminieren. Für meinen Test habe ich also erstmal ein Setup gebraucht, das komplett und vollständig unabhängig ist, also keine Tracker von Google. Wenn ihr einfach ein Inkognito-Fenster aufmacht und dort YouTube nutzt, dann reicht das bei weitem nicht aus. Das Gerät ist dasselbe, die IP-Adresse ist dieselbe, selbst der Browser ist derselbe und es wurde bestätigt, dass Chrome im Inkognito-Modus genauso zuhört wie ohne Inkognito-Modus. Ich nutze also den Tor-Browser, um einen Podcast über Hundefutter zu hören. Der Tor-Browser hat jetzt hier den großen Vorteil, er verschleiert die IP-Adresse, Tracking wird maximal blockiert und auch das Gerät wird versteckt. Das ist also dieser blinde Fleck, von dem Anbieter ganz gerne mal sprechen. Dann lasse ich mein Handy 30 Minuten lang im Raum liegen. Wichtig, ich bin in der Zeit Mittagessen gewesen, kein Googlen, keine Personen, die zu Besuch kommen, auch meine Freundin durfte ihr Handy in dieser Zeit komplett gar nicht benutzen oder gar bei sich haben. Warum, das erfahrt ihr gleich. Nach meinem Test sehe ich also genau diese Werbung hier. Okay. Der Test. Was bekomme ich hier?
einmal aktualisieren, genau den Feed, den ich immer als Referenz benutze. Wir kriegen Werbung für Kipli, eine langlebige Matratze. Mache ich direkt mal einen Screenshot von. Wir kriegen Werbung für Tibber. Aber definitiv Strompreise. Oder Strom. Wir kriegen Werbung für Steuer. Es ist viel Werbung geworden, ey. Jeder zweite Artikel gerade. Wir kriegen wieder Werbung für Waterdrop. Habe ich schon ein Foto von. Wir kriegen Werbung für Flanellhosen. Die ich niemals tragen würde, oh mein Gott. Und wir kriegen wieder Werbung für Etepetete. Da haben wir auch schon was davon. Wir kriegen Werbung für Reifen. Für Gesichtscremes. Für höhenverstellbare Schreibtische wie diesen hier, den ich schon habe. Ups. Und das war's. Nicht einmal ist das Thema Hund überhaupt hier passiert. Nichts davon ist irgendwie bei mir am Smartphone angekommen. Das unterscheidet sich ehrlich gesagt wenig von dem, was ich kurz davor bekommen habe. Das heißt, mein Handy hat zumindest noch nicht mitgehört. Aber vielleicht wird das ja alles verschleiert. Vielleicht kommt das ja noch die nächsten paar Tage. Und hier wird es jetzt ziemlich schwierig. Denn wie prüfe ich das eigentlich? Allein, dass ich dieses Video hier mache, wird mir Werbung für Hundefutter bescheren. Mein Skript liegt bei Google Docs. Aber tatsächlich habe ich erstmal absichtlich alles im Skript zensiert, was mit Hundefutter zu tun hat. Aber es gibt noch so viel mehr Störfaktoren. Online-Marketing ist eine gigantische Industrie. Zielgerichtete, personalisierte Werbung ist daher oft sehr effektiv, aber auch sehr teuer. Bei Werbung in meinem Newsfeed, die sogar noch zu mir passt, denke ich eher darüber nach, als bei Werbung in einer Zeitung, die einfach alle Leser der ganzen Zeitung ansprechen soll. Und deshalb steckt da ein gewaltiges Budget dahinter, das ihr unter Tracking kennt. Und hier kommen wir zu der ganzen Erklärung, warum ich diese Anekdoten als genau solche entlarven kann, nämlich Anekdoten. Und warum es das Ganze noch so viel mehr creepy macht. Warum kriege ich eigentlich Werbung von der R&V für Gaming-Equipment-Versicherung? Naja, ich war physisch bei der Volksbank für meine Beratung und mein Handy war natürlich dabei. Und ohne dass es zuhören muss, weiß es ja automatisch, dass ich vor Ort war, denn GPS verrät genau das. Das kann man aber natürlich deaktivieren, was ich zum Beispiel aber auch gemacht habe. Standortdaten sind blockiert. Da ich aber nach der Adresse bei Google Maps gesucht habe, weil die nicht an ihrem normalen Standort sind, war das natürlich wenig hilfreich und schon weiß Google, dass ich da war und zeigt mir Werbung. Warum Werbung für Vertical Farming? Naja, ganz einfach, ich habe danach gegoogelt, um mich über den neuesten Stand zu informieren. Wobei, auch das stimmt so eigentlich nicht ganz. Ich habe mit Startpage danach gesucht, die eigentlich keine Google-Checker haben. Aber auch hier, eine der Websites, einer der Artikel, die ich gelesen habe, hatte Google-Werbung. Die haben fast alle News-Webseiten. Und schon ist es zu spät und Google weiß Bescheid, dass mich das Thema interessiert. Haha, aber ich blocke doch eigentlich alle Tracker und akzeptiere nie Cookies. Ja, und hier kommen wir zum Beispiel mit den Matratzen. Eine Freundin von mir hat sich bei Emma neue Matratzen gekauft. Keine Werbung an der Stelle und uns davon erzählt. Ich habe nicht danach selbst gesucht. Aber wisst ihr, wer danach gesucht hat? Sie. Und ich war mit ihr in einem Raum. Es reicht völlig aus, wenn eine Person in eurem Umfeld an einer Sache interessiert ist, um es zumindest mal bei euch vorzuschlagen. Spannendes Beispiel an der Stelle, das ein Reddit-User, der im Marketing arbeitet, gebracht hat, ist folgendes. Nehmen wir an, du gehst zu Fressnapf. Google weiß das und anhand von reiner Statistik weiß Google auch, dass du zu 85% ein Besitzer eines Haustiers bist, wenn du dort länger als 35 Minuten warst. Du bekommst dann also den Tag Haustierbesitzer. Tags sind wie Attribute in deinem Profil, die eine Eigenschaft darstellen. Jemand, der bei Google dann gerne Werbung schalten würde, wählt dann immer aus, welche Attribute seine Zielgruppe haben soll. Sollen es Informatiker und berufstätig oder Informatiker und Student sein? Dann macht das schon einen gewaltigen Unterschied. Wenn du mit dem Tag Haustierbesitzer dann online auf eine Werbung für zum Beispiel Katzenspielzeug klickst oder gar kaufst, dann bekommst du den Tag Katzenbesitzer. Wenn du aber am selben Tag, als du im Fressnapf warst, zu deiner Schwester gehst, wirst du ihr davon erzählen. Das weiß Google mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit. Wir reden scheinbar immer über unseren Tag. Und boom, es wirkt so, als hätte Google dir zugehört, obwohl sie einfach nur deinen Standort getrackt haben. Noch viel besser.
Wenn in deinem Google-Kalender oder in ihrem Google-Kalender steht, dass sie heute Geburtstag hat, ist vielleicht doch eher sie die Katzenbesitzerin und nicht du, weil du ein Geschenk gekauft hast. Und schon bekommt sie den Tag Katzenbesitzerin. Und das finde ich noch viel creepier, als dass es uns einfach belauscht. Und das ist nur die Interaktion zwischen zwei Personen. Hinzu kommt euer kompletter YouTube-Verlauf, eure Browser-Verläufe, die Websites, die ihr besucht und noch so viel mehr. Und wenn mehr als zwei Personen da sind, dann gehen wir einfach davon aus, dass sich alle alles Mögliche erzählen. Kurz, du bist eigentlich wie deine Freunde und dein soziales Umfeld. Was dann auch wiederum solche Werbung hier erklärt. Meine Mom ist wanderversessen und offenbar sehen wir uns gelegentlich, wenn sie gerade wandern war oder es vorhat. Und eine Freundin schwärmt die ganze Zeit vom Surfen, seit sie in Australien war. Schaut mal, was ich für Werbung bekomme. Surfcamp in Portugal. Ich kenne deinen Suchverlauf, Anna. Grüße gehen raus. Und ich weiß zwar nicht, wer von euch kleinen Schweinchen nach Seidenpyjamas sucht, aber ja, danke. Jetzt kriege ich auch Werbung dafür. Ich denke, ihr versteht das Ganze. Öffentliche Wi-Fi-Netze sind als solche markiert und Ärzte sind bei Google hinterlegt. So erkennt man ganz einfach, dass da Personen vielleicht dann doch eher nicht miteinander reden. Und wenn eure Nachbarn die ganze Zeit auf denselben Koordinaten wie ihr chillen, aber in ein anderes Wi-Fi-Netz eingeloggt sind, dann kann man das auch recht einfach erkennen, dass ihr nicht mit denen zusammenwohnt. Es wirkt also oft so, als hätte Google eure Gespräche mitgehört, aber tatsächlich ist es einfach nur wahnsinnig gut darin, euch anderweitig zu tracken. Und dazu kommt noch eine spannende psychologische Komponente namens Confirmation Bias. Damit wird die Tendenz bezeichnet, Informationen so zu interpretieren, dass sie zu den eigenen Überzeugungen passen. Sprich, ich glaube, mein Handy hört mir zu, also achte ich vermehrt darauf, dass ich über das Thema gesprochen habe, als dass ich vielleicht doch einfach online danach gesucht habe. Oder gar jemand in meinem Umfeld. Und dazu kommt noch das Bader-Meinhof-Phänomen. Etwas, das man gerade gelernt oder besprochen hat, erscheint plötzlich einfach überall. Das liegt daran, dass das Gehirn nun einfach sensibilisiert ist und diese Informationen mit höherer Wahrscheinlichkeit aus dem ständigen Strom von Reizen rausfiltert. Kurz gesagt, wir nehmen diese Werbung einfach noch viel stärker wahr. Was für Firmen wie Google übrigens nochmal das Ganze besser macht. Und da können wir gerne mal ein Spiel draus machen. Achtet mal eine Woche lang drauf, was ihr wirklich insgesamt für Werbung bekommt. Ein paar davon werden passen, aber der Großteil wahrscheinlich nicht. Aber selbstverständlich heißt all das nicht, dass Google euch gar nicht zuhört. Also, wir können jetzt erklären, warum wir die Werbung sehen. Jeder, der einfach schlechte Werbung bekommt, hat etwas getan, was statistisch wahrscheinlich einfach unwahrscheinlich für seine Person ist. Und ansonsten war die Vorhersage wohl einfach ganz gut für euch. Aber warum würde Google nicht einfach direkt zuhören? Das würde das alles ja nochmal leichter und besser machen, oder nicht? Naja, jein. Meta und Google zumindest streiten es vehement ab, dass sie euch abhören. Bislang haben wir aber nur Klickverhalten und Standort als Daten genutzt. Das sind super sparsame Daten, das sind reine Zahlen, die kosten nichts zu speichern. Dazu kommt noch das Suchverhalten, was ein relativ kurzer Text ist, auch das ist günstig, was Speicher angeht. Bei Tonaufnahmen hingegen ist das ein bisschen schwieriger. Erstmal müsste jedes Gespräch quasi live gestreamt werden. Nehmen wir an, dass ihr mit MP3 übermittelt. In der allerniedrigsten und in einer absolut furchtbaren Qualität kann man das auf 8 Kilobyte pro Sekunde runterquetschen. Dann kann Google auf seinen Servern daraus Text machen und den speichern. Aber das ist trotzdem ein halbes Gigabyte pro Smartphone und Tag. Und dann muss Google daraus ja noch Text machen, was pro Person und Tag grob etwa $8 kosten würde. Die Zahlen stammen von der API für Spracherkennung, sind aber natürlich nur ganz grob. Aber trotzdem ist das sehr, sehr viel Speicher, sehr viel Geld und sehr teuer. Und ja, man kann das natürlich auch noch optimieren, indem man Stille filtert und so weiter. Klar, aber die Kosten sind echt hoch. Und sorry, so viel seid ihr dann am Ende einfach nicht wert. Aber das ändert sich gerade. Im Schnitt, so sagt diese absolut glaubwürdige Studie, die mir für meine Schätzung einfach mal reicht, sehen wir am Tag ungefähr 10.000 Werbeanzeigen. Jede Impression ist einige Cent wert. Werbung wird bei Google versteigert. Das heißt, einen definitiven Preis, den gibt es eigentlich nicht. Es kommt natürlich auf die Art an. Videos beispielsweise sind deutlich teurer als Artikel und auch die Zielgruppe ist entscheidend. Aber mit dem Google Pixel 8 Pro soll Googles neues KI-Modell Gemini Nano auch lokal laufen. Warum das plötzlich relevant ist? Damit kann auch Spracherkennung auf eurem Smartphone gemacht werden.
Nichts muss erst in die Cloud geladen werden und ihr habt auf eurem Gerät die Rechenleistung dafür. Die muss Google also nicht mehr stemmen. Und dadurch spart Google sich einiges an Kosten. Sprich, man könnte auf eurem Gerät Tracking aktivieren, das auf eurer Stimme basiert. Natürlich nur, wenn ihr das wollt. Aber wenn einer eurer Freunde diese Funktion nutzt, dann nutzt ihr sie eigentlich alle. Allerdings sorgt auch das natürlich für sehr viel mehr Akkuverbrauch, weshalb man das Ganze natürlich optimieren muss. Und dennoch, in naher Zukunft könnte sich das Thema grundsätzlich ändern. Und natürlich ist einem Hacker oder auch einem Staat, der gerne zuhören möchte, grundsätzlich erstmal egal, wie lange euer Akku hält. Das bleibt also immer bedenklich. Aber ja, abgesehen von diesen Risiken, wird eure Stimme nur genau so abgehört, wie ihr das den Firmen erlaubt. Deaktiviert ihr beispielsweise euren Google Assistant, dann hört da gar nichts mehr zu. Zumindest noch nicht.